Freie Universität Bozen. Dies Academicus 2015. Traditionelles Fest der akademischen Gemeinschaft Südtirols und einmalige Gelegenheit, verschiedene Auszeichnungen zu verleihen und die neuen Professoren vorzustellen. Hausherr war natürlich der Präsident der Freien Universität Bozen, Konrad Bergmeister. Der Dies Academicus ist eigentlich der Festtag einer Universität. Dort werden Persönlichkeiten, die in der Lehre und in der Forschung besondere Leistungen erbracht haben, geehrt. Wir laden auch jedes Jahr eine besondere externe Persönlichkeit ein. In diesem Fall ist es Professor Marc Cooper von den Vereinigten Staaten, der uns als freier Journalist einen neuen Zugang eröffnen wird, wie man auch mit Wissenschaft und wie diese Informationen aus der Forschung und aus der Lehre allen Menschen zugutekommen sollten. Es sollten dabei keine Barrieren von Kulturen und Religionen aufgebaut werden, sondern die Öffnung der Universitas für das Territorium und das weitere Gebiet darlegen. Festredner war der amerikanische preisgekrönte Journalist und Übersetzer Marc Cooper. In seiner Rede ging er auf die Rolle des Journalismus in Bezug auf Freiheit und Bildung ein. Liberty continues to be the most important human value that we have. And it's still an unfinished task. You could say the world is more free than it was 100 or 200 years ago, but it's still uncompleted. And it's our responsibility, it's our collective responsibility to secure that liberty. So it doesn't, liberty doesn't come from the sky. It has to be gained, and that's a responsibility. Vom Rektor der Freien Universität, Professor Walter Lorenz, wurden die neu berufenen Professoren, die in diesem akademischen Jahr ihre Lehre an der Freien Universität Bozen aufgenommen haben, vorgestellt. Er verlieh auch eine Reihe von Auszeichnungen an Studenten und Dozenten. Der Dies Academicus ist inzwischen zu einer festen Einrichtung im Südtiroler Universitätsleben geworden. Ich möchte dieses Fest des Dies Academicus als eine Gelegenheit sehen, dass wir uns selbst als Universitätsgemeinschaft feiern, dass wir uns aber unserer Verbundenheit mit dem Territorium und mit einer weiteren internationalen Gemeinschaft bewusst werden, dass wir unter einer kritischen, aber wohlwollenden Beobachtung unserer Mentoren und unserer Kollegen im In- und Ausland sind, dass wir unsere Leistungen nicht in einem engen Sinne zum Ausdruck bringen, sondern in einem Sinne, der eine Kultur der Leistungsorientierung und der Qualität insgesamt zum Ausdruck bringt. Ein besonderer Moment der Feier war die Vergabe der Auszeichnung des Professor Emeritus an Professor Johann Drumbel. Die Auszeichnung wird vom Ministerium für Bildung, Universität und Wissenschaft verliehen. Es bedeutet, dass diese Universität eben in den Rang der ehrwürdigen Universitäten eingetreten ist. Das ist eine Anerkennung des Ministeriums für die Leistungen von Professorinnen und Professoren, die eben über ihr ganzes Lebenswerk hin der Universität gedient haben. Das wird nicht an alle Professoren verliehen, sondern eben aufgrund ganz besonderer Leistungen. Und im Falle von Professor Drumbel können wir wirklich sagen, dass er zum Aufbau dieser Universität, aber auch zu ihrer Verwurzelung im Territorium und ihrer internationalen Anerkennung ganz entscheidend beigetragen hat. Unter den zahlreichen Gästen befand sich auch die ehemalige Arbeitsministerin Italiens, Frau Professor Elsa Fornero, die auf die Notwendigkeiten eines Austausches unter den Generationen hingewiesen hat, wenn es um Reformen geht. Reformen, die oft schmerzhaft sind und scharf kritisiert werden, die aber notwendig werden, wenn man einen Ausweg aus der jetzigen Situation sucht. Auch der Dies Academicus 2015 kann somit als weiteres Zeichen dafür betrachtet werden, dass die junge Freie Universität Bozen sich langsam ihre eigene akademische Tradition aufbaut.